Premiere Pro CC 2019. Das Update ist da. Lange haben wir darauf gewartet. Es gibt ein paar ganz gute neue Verbesserungen, was ich bis jetzt gesehen habe. Die möchte ich euch einfach mal kurz vorstellen. Also fackeln wir nicht lange rum, sondern fangen direkt mal an. Also das Update ist halt heute draußen und wir fangen direkt an. Die erste Verbesserung, das finde ich wirklich sehr cool und ich habe es ausprobiert, es scheint zu funktionieren, aber keine Garantie. Das ist die Geschichte mit dem Farbraum, zum Beispiel P3-Farbraum von Apple Displays. Premiere Pro scheint jetzt ein Farbmanagement zu haben, also wodurch es auch andere Displays unterstützen kann. Andere, die halt einen weiteren Gamut-Bereich haben, weiteren Farbraum als sRGB. Und ihr könnt dieses Farbmanagement aktivieren, indem ihr hier unter Voreinstellungen auf Allgemein geht und hier unten den Haken setzt bei Anzeige Farbmanagement aktivieren. Und dann wird Premiere auf das Display zugreifen und das Farbprofil, was in euren jeweiligen Systemeinstellungen, jetzt Windows oder Mac halt, eingestellt ist. Ich kann ja mal schauen, ob ich das hier rausfinde. In dem Fall ist hier iMac eingestellt. Unter Windows kann da auch was anderes stehen. Hier kann auch ein LG-Monitor stehen oder ein ISO, was auch immer, BenQ und so weiter. Das, was hier ausgewählt ist in den Systemeinstellungen unter Windows, unter Mac, wie auch immer, das zieht Premiere sich dann hier zugrunde und wechselt das natürlich auch je nachdem, auf welchem Bildschirm ihr halt bei mehreren Bildschirmen Premiere verwendet. Das heißt, dieses Programm unterstützt nun, wie es aussieht, auch den P3-Farbraum eines Apple iMacs oder generell Retina-Displays bei Apple-Geräten wie auch MacBooks. Das soll es gewesen sein. Ich hoffe, das ist auch so. Sieht bisher gut aus, was ich sehe. Das wäre der Punkt. Das zweite. Mehrere Lumetri-Effekte vom Lumetri-Panel hier lassen sich jetzt übereinander legen. Das ging vorher auch schon. Ich mache mal ein Beispiel. Angenommen, ich möchte jetzt hier das Blau vom Himmel ein bisschen ändern und dann möchte ich aber auch noch dieses Grün hier vom Meer so ein bisschen ändern, das Grünliche. Und ich mache das mit einer Lumetri-Einstellungsebene, dann ist das ein bisschen blöd zu machen, weil man müsste am besten mehrere Lumetri-Effekte haben. Ich kann ja mal zeigen, wenn ich jetzt eine Änderung hier mache mit dem Lumetri-Panel, dann wird in den Effekteinstellungen hier der Effekt Lumetri-Farbe hinzugefügt. Den kann ich hier ein- und ausblenden, den kann ich aber auch hier ein- und ausblenden. Und angenommen, ich möchte jetzt mal dieses Blau hier targetieren, also auswählen zum Beispiel. Ich möchte jetzt noch nicht vorweggreifen. Dann kann ich das auf verschiedene Art und Weise machen. Ich mache es mal gerade, wie es vorher war, mit HSL sekundär. Und dann sage ich hier dieses Blau bitte. Kann ich mir auch anzeigen lassen, was er da ausgewählt hat. Und ich kann es dann verändern. Kann dann da irgendwie die Temperatur verändern, die Farbe verändern, was auch immer. Ist jetzt hier kein Problem, ja. Was allerdings ein Problem ist, wenn ich jetzt ein zweites machen will, zum Beispiel jetzt möchte ich hier das Meer targetieren, dann habe ich das ja schon benutzt hier, HSL sekundär in dem Fall. Was mache ich dann? Einen zweiten Lumetri-Effekt. Das gibt jetzt eine Neuerung, dass ich jetzt hier oben sagen kann, Lumetri-Farbeffekt hinzufügen. Das ist das gleiche, als wenn ich hier diesen Effekt kopiere mit STRG C und STRG V oder ich gehe halt hier in die Effekteinstellungen rein und füge den darüber ein. Ist halt ein bisschen langwierig. Ne, mache da einen zweiten rein, also das geht mehreres, ist kein Problem. Das ging vorher, wie gesagt, hier auch schon. Aber wenn ich jetzt hier mehrere Effekte habe, habe ich immer das Problem, dass das Lumetri-Panel nicht so richtig reagiert. Er weiß nicht, welchen ich hier ausgewählt habe. Das heißt, vorher, vor dem Update, musste ich dann für meine zweite Korrektur hier drin arbeiten. Und das ist natürlich anstrengend hier, weil das auch unübersichtlich ist. Stellt euch vor, ihr habt jetzt hier 5 Lumetri-Ebenen drin. Und dann müsst ihr hier runter scrollen, eine ewig lange Liste und suchen, einfache Korrektur, bla bla, total umständlich. Jetzt ist es so, dass das Lumetri-Panel hier auf der rechten Seite das komplett selbst unterstützt. Ich mache mal ein Beispiel. Ich setze das mal hier komplett zurück, diese Einstellung hier. Und sage mal, diese Ebene hier, die nenne ich jetzt um, also Lumetri-Farbe 1, das ist der erste Effekt, sage ich jetzt umbenennen, sage ich Himmel, das sind meine Himmelkorrekturen. Und da mache ich dann was drin und ich mache das jetzt hier ganz schnell, mache da eine andere Färbung rein. So, jetzt möchte ich hier das Meer mit demselben Effekt oder mit demselben Lumetri-Werkzeug HSL sekundär targetieren. Dann mache ich hier eine neue Lumetri-Effektebene, hier Lumetri-Farbeffekt hinzufügen. Den nenne ich auch sofort um, Meer oder Wasser.
Und dann kann ich das Gleiche wieder machen und kann dann da halt entsprechend ja, das Ganze ändern. Gut, jetzt habe ich hier natürlich ein Blau genommen, das war jetzt nicht ganz so schlau. Oder im Himmel findet sich das auch wieder logischerweise. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich habe es jetzt voneinander getrennt und ihr seht auch hier in den Effekteinstellungen hat er das separat voneinander angelegt und ich kann es separat voneinander auch an- und abschalten. Das ist also möglich. Das heißt, das Lumetri-Panel kann jetzt selber neue Lumetri-Effekte anlegen. Man kann die auch umbenennen. Man kann die dann auch einzeln hier an- und ausschalten, je nachdem, was man machen möchte. Und man kann dann halt immer frei arbeiten. Wer mit DaVinci Resolve arbeitet, der kennt das sowieso über das Prinzip der Nodes, aber das ist eine andere Geschichte. Das soll es erstmal gewesen sein. Ihr könnt jetzt diese Effekte hier stapeln wie vorher auch, aber das Panel erlaubt es nun selber, das Ganze anzulegen und ihr müsst nicht hier irgendwie rummachen mit Effekte und so. Und je nachdem, wo ihr dann drin seid, in welcher Effektebene, na, wenn ich jetzt hier nochmal eine neue hinzufüge und die nenne ich dann zum Beispiel Test, schaltet das Panel auch um. Also sagen wir mal bei den Einstellungen für die Lumetri-Effektebene Test mache ich jetzt die Belichtungen rauf und bei Himmel mache ich halt irgendwas anderes. Wenn ich jetzt Himmel ausblende, habe ich halt nur die Ebene und bei Test habe ich halt das mit der Belichtung, kann ich auch ein- und ausblenden, getrennt voneinander, natürlich auch hier drüben. Also ich denke, ihr versteht, was ich meine. Okay, das wäre das zum Lumetri-Panel. Dritter Punkt, neue Kurven im Lumetri-Panel. Und was ich jetzt gerade hier gemacht habe, die Farben hier targetieren mit dem Werkzeug HSR Sekundär, kann man immer noch machen. Jetzt gibt es aber neue Kurven und Anwender aus DaVinci Resolve werden die kennen. Da ist das nämlich ähnlich. Jetzt haben wir hier verschiedene Kurven, die wir benutzen können. Und was bedeuten die? Ich erkläre es mal ganz kurz. Wir haben ja hier viele verschiedene Namen und der das noch gar nicht kennt, der wird jetzt denken, oh, was ist das denn? Stellt es euch so vor. Das erste hier vor dem Versus ist immer das, was ich targetieren möchte. Zum Beispiel einen bestimmten Farbton auswählen und deren Sättigung ändern. Einen Farbton auswählen und deren Farbton ändern. Einen Farbton auswählen und deren Helligkeit ändern. Was haben wir dann noch hier? Eine Helligkeit auswählen, deren Sättigung ändern. Und hier unten noch eine Sättigung auswählen und deren Sättigung ändern. Und ich mache das jetzt mal anhand eines Beispiels. Den Himmel möchte ich jetzt auswählen. Klicke ich hier auf die Pipette, klicke ich auf den Himmel. Jetzt hat er mir diesen Bereich ausgewählt und ich kann jetzt die Sättigung, also wie stark der Blauton gesättigt ist, verändern. Also zum Beispiel mehr oder weniger. Ja, man sieht es, denke ich, deutlich. Man kann das auch noch so ein bisschen hier verändern. Je nachdem, wie die Kurve ist, das ist die Weichheit. Ich kann ja hier auch noch Punkte hinzufügen. Da kann ich die Weichheit halt auch noch beeinflussen, je nachdem, wie ich das möchte. Und jetzt gucke ich gerade mal selber, wenn ich einen Punkt entfernen will, Command-Taste, ich weiß jetzt nicht, was das bei Windows ist, vielleicht Steuerung oder so, kann ich den Punkt auch wieder entfernen. Das wäre mal das. Jetzt könnte ich zum Beispiel hier sagen, das ist mein Himmel. Und jetzt möchte ich das gleiche nochmal mit diesem Werkzeug hier machen, aber halt für das Meer. Dann sage ich nochmal neuen Lumetri-Effekt hinzufügen, nenne ich jetzt Wasser. Da mache ich auch nochmal die Sättigung hiervon, möchte ich gerne ändern. Dann wählt er mir das aus und ich kann die dann entsprechend runterziehen oder hochziehen, je nachdem, was ich möchte. Wenn ich Shift drücke, dann bleibt er auch genau in der Flucht, geht nur hoch und runter und nicht nach rechts und links. Und ja, so ist das. Und dann habe ich halt hier meinen Wassereffekt oder die Anpassung für den Wasserbereich, den ich ein- und ausschalten kann und hier für den Himmel. Also das sind ganz interessante Sachen. Zum Beispiel möchte ich den Himmel noch ein bisschen dunkler machen. Dann kann ich sagen Farbton versus Luminanz. Ich sage hier, bitte diesen Farbton ein bisschen dunkler machen, natürlich nicht so extrem, kommt auch darauf an, was für ein Footage ihr da habt, aber dann kann ich das machen. Schneller geht es eigentlich nicht. Das wäre der Effekt oder die Geschichte. Nächste Sache ist Data-Driven Graphics. Das bedeutet, man hat jetzt die Möglichkeit, bestimmte Essential Graphics Vorlagen oder Grafikvorlagen durch Tabellen zu füttern. Ich habe jetzt hier keine installiert, ich will es nur anreißen. Das ist auch mit Sicherheit ein Punkt, der nur Nischen oder Randgruppen jetzt betrifft. Man kann hier, wenn man jetzt hier eine Vorlage hat, die in After Effects erstellt worden ist, die zum Beispiel eine Statistik aufführt und dann irgendwelche Kreisdiagramme aufzeigt, hat man halt hier die Möglichkeit, das Ganze mit Excel-Listen zu füttern und direkt in Premiere über dieses Essential Graphics Panel zu bearbeiten. Gehe ich jetzt aber nicht näher drauf ein, habe ich noch keine Erfahrung mit. Es geht einfach ist eine coole Funktion. Wer es braucht, ist mit Sicherheit aber, wie gesagt, nur eine Randgruppe, die darauf zurückgreifen muss. Deswegen auf die nächste Geschichte. Essential Sound Panel hat ein paar Verbesserungen. Ich kann das ja mal zeigen hier, was es da gibt. Ich füge jetzt hier einfach mal einen Audio-Track ein.
und deklariere den jetzt mal hier im Essential Sound Panel als Dialog. Was da neu hinzugekommen ist, ist hier unter dem Bereich Reparieren, nicht neu hinzugekommen, Rauschen reduzieren wurde erheblich verbessert, müsst ihr einfach mal ausprobieren, und Nachhall reduzieren ist dazugekommen. Also Hall entfernen, Nachhall, das ist natürlich eine tolle Funktion, aber wirklich nur anwenden, wenn ihr Hall im Sound habt, sonst klingt das Ganze auch schrecklich. Funktioniert dann allerdings recht gut. Einfach hier anhaken und dann mit den Werten rumspielen. Die sechste Sache, das ist die Unterstützung von VR-Footage, also in dem Fall 180-Grad-Footage. Wenn ihr jetzt irgendwie mit so einer Kamera entsprechend Material aufgenommen habt, 180 Grad, dann registriert Premiere das. Ihr könnt das dann halt hier reinziehen in eure Timeline. Ich habe jetzt leider keins. Und dann könntet ihr auch die VR-Ansicht, die gibt es ja hier auch irgendwo, muss ich jetzt auch gerade mal gucken hier, VR-Anzeige ein aus. Wie gesagt, ich habe jetzt hier keinen Footage, aber geht jetzt hier nicht. Aber dann könntet ihr halt auch mit 180 Grad Videos jetzt arbeiten, nicht nur mit 360. Und das war im Prinzip so diese Vorstellung. Das war's, würde ich sagen. Ja, ich hoffe, das hat euch gefallen. Ein paar neue Funktionen sind ja nun echt dabei. Auch ein paar sinnvolle, wie ich finde. Gerade das mit den Kurven ist ein super tolles Tool, muss man echt sagen. Die Display-Unterstützung sollte auch was bringen. Das ist wirklich nicht schlecht. Und ja, das mit diesen Data-Driven Graphics, ich denke, das ist schon mehr so eine Randgruppe, die das braucht. Aber die ganzen Verbesserungen in den Lumetri-Effekten, das ist wirklich, da profitieren, denke ich, alle von, auf jeden Fall. Und auch mit dem Essential Sound, das ist auch eine gelungene Verbesserung. Auch VR-Footage, also Virtual Reality und 360 Grad, 180 Grad Videos, das ist, es kommt mehr und mehr, aber, was heißt mehr und mehr? Das ist schwierig, ne? Schwierig, also, wo konsumiert man schon so einen Content? Auf Facebook kann man es ja mittlerweile konsumieren und so weiter, aber es ist noch nicht so massentauglich, sagen wir mal so. Man sollte sich mit beschäftigen, das ist mit Sicherheit auch so ein Trend. Irgendwann wird da vielleicht mehr draus, aber das war es erstmal mit diesen Updates und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, ciao!